Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein. Das Fräulein von Barnhelm hier zu finden. Kann Ihnen doch so gar unerwartet nicht sein. Verzeihen, ich soll Ihnen verzeihen, dass ich noch Ihre Minna bin. Verzeih Ihnen der Himmel, dass ich noch das Fräulein von Barnhelm bin. Kommen Sie, wir wollen den Küchenzettel machen. Lassen Sie sehen, was wir haben werden. Wir werden haben. Vorerst. Still, still. Wenn das Fräulein jetzt schon weiß, was sie zu Mittag speisen soll, so ist es um ihren Appetit geschehen. Der Verlobte von Minna, Major von Tellheim, war im Krieg. Sie hat jetzt seit Frieden ist länger nichts von ihr gehört und reist ihm einfach mal hinterher. Was ja nicht ganz unmutig ist mit ihrer Kammerfrau Franziska. Und in einem Gasthof macht sie Rast, wo der Tellheim auch wohnt, was sie aber überhaupt nicht weiß. Dort trifft sie auf ihn und das Treffen ist natürlich vollkommen anders, als sie das erwartet hat, weil Tellheim sowohl an Körper als auch an Geist Schaden genommen hat durch den Krieg. Also eine Sache, die ja leider nach wie vor sehr aktuell ist. Und er möchte sie nicht mehr heiraten, weil er sagt, er ist nicht mehr der, der er vorher war. Es hat mit ganz verschiedenen Dingen zu tun, mit Ehre, mit Stolz, mit Geld. Also dass er sagt, er kann ja nicht das arme Haschal sein, was sich dann von der Minna aushalten lässt und so weiter. Und sie versucht nun in diesem Stück, im Laufe dieses Stückes, ihn mit allen möglichen, also erst auf direkte Art und Weise und als das nicht funktioniert, mit verschiedenen Spielchen dazu zu kriegen, dass er eben doch sagt, ja, ich liebe dich und ich heirate dich. Und sie hat sich da zum Teil aber so verrannt, dass sie selber nicht mehr weiß, wie sie aus der Nummer rauskommen soll. Also es gäbe so ein paar Momente, wo sie sagen könnte, ja, ist jetzt gut und reicht eigentlich. Ne? Aber dann fällt ihr noch was ein und dann will sie doch nochmal hören, dass es die wahre, pure Liebe ist, unabhängig von irgendwelchen, dass er jetzt doch wieder Geld hat. Und ja, also sie kommt fast nicht mehr raus aus der Nummer. Franziska, wenn alle Frauen so sind, wie ich mich jetzt fühle, dann sind wir sonderbare Dinge. Und zwar zärtlich und stolz, tugendhaft und eitel, wollüstig und fromm. Du wirst mich nicht verstehen, Franziska. Ich verstehe mich ja selber nicht. Die Freude macht so. Drehend, wirbelig! Fassen Sie sich, mein Fräulein! Ich schwöre, kommen nicht fassen! Ich sollte ihn ruhig entwarnen! Ja, leider ist es aktuell. Wir haben am Anfang auch eine Toneinspielung von einem, ich glaube, Afghanistan-Rückkehrer, ich weiß es nicht genau, aber von einem Kriegsheimkehrer. Heute nennt man das ja posttraumatische Belastungsstörung, ne? Was es schon immer gab, jetzt erst diesen Namen bekommen hat. Also, dass die Männer wirklich krank sind und zum Teil lebenslang. Also, es ist aktuell und letztlich ist das für mich ja in diesem Stück von der Aktualität, dieses Krieg oder so, einfach auch eine Mann-Frau-Geschichte. Also es geht ja immer, in allen spannenden Stücken geht es ja darum, Menschen in Nöten. Und was machen die jetzt mit diesen Nöten? Ne? Und das haben wir hier auch noch verschiedenen Ebenen, weil es gibt ja nicht nur Tellheim und Minna, es gibt ja parallel auch noch den Freund, den Paul Werner und meine Kammerfrau Franziska, die sich finden. Was gibt es denn? Herr Wachtmeister, braucht er keine Frau, Wachtmeisterin? Ist das Ihr Ernst, Frauenzimmerchen? Mein völliger! Holla, Herr Major, nicht groß getan. Nun habe ich wenigstens ein ebenso gutes Mädchen und einen ebenso redlichen Freund als Sie. Geben Sie mir Ihre Hand, Frauenzimmerchen. Top! Über 10 Jahre ist sie Frau General. Oder? Witwe. Wir haben am Anfang eine Art Vorblick. Minna und Tellheim nach einigen Jahren Ehe. Da haben wir moderne Kostüme, moderne Frisur. Und dann wird praktisch gezeigt, wie kam es zu dieser Situation. Und das beginnt dann wieder, also das Rückblick,
mit historischem Kostüm, obwohl man, das sieht man hier auch, das ist quasi ein historisches Kostüm, aber auch künstlerisch umgesetzt, das ist Papier. Also das ist jetzt kein 1:1 historisches Kostüm. Ne? Und du siehst das Moderne vom Anfang die ganze Zeit darunter liegen. Also es wird die ganze Zeit auch erzählt, da greift was ineinander, da trifft sich was wieder. Das kann damals sein, das kann heute sein. Naja, die Minna ist insofern für mich absolut besonders, weil ich die vor 22 Jahren schon mal gespielt habe. Und da war ich also Mitte 20 und so die Klischee-Minna, ne? Mitte 20. Und als dann letztes Jahr die Idee war, könntest du dir vorstellen, die Minna zu spielen und so, habe ich gedacht, nach 22 Jahren, also abgesehen davon, dass ich sowieso noch nie eine Rolle zweimal gespielt habe, ist dann diese Zeitspanne ja auch einfach sehr, sehr weit. Und genau wie ich bei der Courage erst dachte, bin ich dafür nicht ein bisschen jung, habe ich hier gedacht, bin ich dafür nicht ein bisschen alt. Aber in der Auseinandersetzung fand ich es dann super spannend, weil du kriegst natürlich ganz andere Dimensionen nochmal rein. Ich meine, wenn eine Frau mit, wie alt soll die jetzt sein, sagen wir mal 40, mit Mitte 40, plötzlich von ihrem Geliebten verlassen ist und dem hinterherfährt, dann da sind noch andere Sachen drin, da tickt die Uhr schon mehr, die hat einen anderen Druck dahinter und sie hat natürlich auch einfach schon mehr erlebt. Also das ist was anderes als ein junges Mädel, was nur einfach, oh, und dem fahre ich jetzt hinterher. Also ich finde das so für mich noch viel spannender. Aber trotzdem sieht man, ich bin nicht mehr wie damals, also Mitte 20 eben, ne? Also das sieht man ja schon und der Tellheim ist auch nicht mehr Mitte 20. Ne? Also das ist schon ganz bewusst so eins höher gesetzt und das finde ich auch wirklich spannend. Diese Man-meets-Woman-Geschichte, die ist immer spannend. Und ich glaube, ganz viel, was zwischen den beiden abgeht, kommt einem auch bekannt vor. Also so diese wie versuche ich den jetzt zu überzeugen, diese Spiele, diese Streits, diese Schocks, wie die aufeinandertreffen, wie sie damit dann wieder umgehen, wie sie sich annähern und du denkst, jetzt und dann doch nicht. Also ich finde das einfach eine sehr spannende Liebesgeschichte. Und dann, Lessing ist einfach eine tolle Sprache. Natürlich kannst du diese Liebesgeschichte auch mit, so wie ich, mit einfachen Worten, aber diese wunderschön klingende Sprache, das kriegst du natürlich nur in so einem Theaterstück. Ne? Wer kriegt wen und wann und auf welche Weise und schaffen sie es überhaupt? Und natürlich bei uns auch noch so dieses mit dem, dieser Gedanke, der noch dahinter steht, hat es denn dann ein Happy End überhaupt? Ist es eins? Wie ist es zu dem allen gekommen? Was ist da passiert? Ne? Das ist doch spannend, würde man doch manchmal im Leben auch gern wissen, wenn man Leute sieht, dass man sagt, wie sind die eigentlich zusammengekommen? Was hat die eigentlich mal aneinander gefesselt? Will er ihn nicht geschwind herholen? Nein. Aber er erweist mir damit einen Gefallen. Sie sind doch die fremde Herrschaft, die ihn diesen Morgen komplimentieren lassen. Ja. So bin ich schon recht. Weiß sein Herr meinen Namen? Nein. Aber er kann die allzu höflichen Damen ebenso wenig leiden als die allzu groben Wirte. Das soll wohl auf mich gehen. Ja. So lasse es doch dem gnädigen Fräulein nicht entgehen und hole er ihn geschwind her.